Legen wir los. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City Stories. Oh mein Gott. Hier. Zuletzt waren wir ja hier und haben, genau, da haben wir das neue Versteck bekommen. Das ist jetzt unser schönes, neues, lustiges, neues, lustiges, neues, lustiges, neues, neues, nagelneues, lustiges, neues Zuhause. Ja, total verhunzt und scheiße hier. Wieso haben wir hier sowas hier? So eine Art Hangar, so eine Art, weiß ich nicht. Kann das sein, dass... Haben wir hier später einen Panzer? Nein. Wieso ist hier eine Halle? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist das Spiel zu laut oder zu leise? Schießen wir doch einfach mal. Bum, 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 bum. Und dann hören wir das schon. Auf jeden Fall haben wir noch weitere Missionen bei Luis. Nicht? Da fahren wir jetzt mal... Fahren wir doch mal bei ihr ein bisschen vorbei. Ich glaube, ein bisschen lauter kann ich machen, ne? Ein bisschen. Oder? Ich weiß es nicht. Ne, warte, lass erstmal mit dem Auto fahren. Dann hören wir das richtig. Gell. Yeah. Ne, das passt eigentlich von der Lautstärke. Ich höre das. Das ist ganz okay, ne? So. Dann fahren wir jetzt zu Louisa. Stellung. Ich glaube, das kann man lassen. Vielleicht ein bisschen lauter, aber ich glaube... Spiellautstärke supi. Ja, das ist wunderbar. Dankeschön. Ah, Mobot haut direkt schon Anti-Spoiler-Text raus. Das macht er alle... Weiß ich gar nicht. 50 Minuten automatisch. Ich weiß es nicht. Ba, 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 ba. Naja, ist ja auch okay so. Ah, die Welt von GTA Vice City Stories ist echt schön. Ja, Vice City ist richtig toll. Das ist, glaube ich, die einzige Welt... Ja doch, das ist die einzige Welt aus der GTA-Reihe, die noch nicht, ich sag mal, remastered wurde. Die gibt es nicht in neuem Gewand. Ja, Liberty City gibt es in neuem Gewand durch GTA 4. Und auch San Andreas, ja, also L.A. gibt es in neuem Gewand in Form von GTA 5. Deswegen, es könnte auch sehr stark sein, es gibt auch im Moment die Gerüchte, what the fuck, was wollt ihr denn jetzt hier? Es gibt ja auch die Gerüchte, dass GTA 6 in Miami wieder spielen könnte. Das würde ich auf jeden Fall feiern. Ich liebe diese Welt. Die ist so schön. Mit den ganzen Palmen und alles. Wahrscheinlich wird man die Welt auch vergrößern, dann in GTA 6. Aber im Moment spricht einiges dafür, dass es hier spielen könnte. Im Moment gibt es schon wieder ein Gericht. Gericht vor allem. Gerücht, dass es in Miami spielen könnte, GTA 6. Und das ist nicht das erste Mal, dass man davon gehört hat. Wäre möglich. Würde ich feiern. Wie gesagt, es ist die einzige Welt, die noch fehlt. Und es wäre so unglaublich schön. Stellt euch das mal vor. Das ganze Miami hier in schönem HD, in schönen neuen Texturen und alles. Mit dem Palm, mit dem Meer, mit dem Sonnenuntergang. Das wäre so schön. Gut, machen wir aber jetzt weiter ein bisschen. To Victor des Boils oder so. Ja, genau. I've been thinking over what you said about me and the baby being better off without Marty, and I've got a plan. Why don't you take over Marty's business? I'm no gang boss. No, but you could be. Come on, we both need the cash, honey. Oi, 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 jetzt aber nicht. Erstmal brauchen wir ein paar Männer, gell? Begleite Luis und rekrutiert ein paar Schlägertypen, gell? Das ist wunderbar. Ja, Marty haben wir auch beim letzten Mal umgebracht, ne? Der ist gestorben. Und jetzt ist natürlich sein Imperium bosslos. Und da trifft sich das eigentlich ganz gut, wenn wir das Imperium übernehmen würden. Da hat Luis eigentlich gar nicht mal so unrecht. Wir brauchen ja beide das Geld. Sie braucht das Geld mit ihrem Kind und so weiter. Und wir brauchen ja auch das Geld für unsere Familie und so. Deswegen, dumm ist die Idee nicht. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir eben ein großes Imperium hier in Vice City aufbauen werden. Ja, das ist jetzt eben der Knackpunkt. Wir werden jetzt, ab jetzt, nach und nach Vice City einnehmen. Vor allem dann auch später auf der zweiten Insel. Das wird ziemlich geil. Ah ja, jetzt wird es ein bisschen spannender. So, jetzt müssen wir aber erstmal ein paar Männer
rekrutieren. Hallöchen, Leute. Ach, hier ist Sunshine-Autos. Um aufzunehmen, visiere sie an und... R3. Hey, muss ich aussteigen oder so? Hi. Muss ich euch jetzt... An? Ah, anvisieren und tatsächlich R3 dann drücken. Das ist ja interessant. Das kommt aber so rüber, als würde ich denen erstmal drohen. Oh, geil, dieses Gewitter. Wie geil ist denn das? So. Uff Gott, zu Martis alter Bleibe oder so ein Scheiß. Zu seinem Büro. Let's do this fuck. Ich mag einfach für PS2 oder PSP-Verhältnisse so geil diese ganzen Spiegelungen auf dem Boden, die Lichtspiegelungen und so. Man sieht richtig, dass der Boden nass ist. Voll schön, voll gut gemacht. So, hier sind wir auch schon. Okay. Tschüss. This shouldn't be too tough. Come on, guys. Was müssen wir hier machen? Schalte Martys Wachen aus. Ach so, Marty hat noch Wachen. Ach, die tun mir jetzt aber auch nichts mehr. Marty ist ja schon lange tot. Das haben die Wachen wohl nicht mitbekommen. Lol, eine Polizei. Ist nicht mehr im Geschäft. Martys Kreditheilbüro ist nicht mehr im Geschäft. Beende seine restlichen Schutzgeldmachenschaften. Dankeschön. Ja, weiß ich Bescheid, ne? Ja, so ist das dann. Unser Imperium kann, glaube ich, auch angegriffen werden. Ja, wenn es angegriffen wird und wir unternehmen nichts dagegen, dann können wir das eben auch verlieren. Das ist halt jetzt dieses ganze Imperium-Geschäft. Das macht aber voll Spaß in dem Spiel. Das ist voll geil. Ich glaube, sowas Ähnliches, ja, so in der Art gibt es in GTA 4 wieder, in Ballad of Gay Tony auf jeden Fall, glaube ich, ja doch. Aber sonst, meines Wissens nach auch nicht mehr. Aber das ist voll das geile Gameplay-Element eigentlich. Das könnte man auch ruhig wieder in GTA einführen. Dann hat man auch viel mehr Gebäude für sich, das ist voll gut. Ja, okay, GTA 5 online sozusagen eigentlich, ja. Ja, an sich, da baut man auch imperiale Sachen auf und so ein Scheiß. Aber für mich zählt das nicht, weil es online ist. Ich meine halt da schon den Singleplayer. Bamala! Voll weggeschrottet. Habe ich jetzt meinen Kerl umgebracht? Nee, das geht gar nicht. Das finde ich auch voll gut so. Geh hinein. Achso. Let's go. Ja, schalte Martys Wachen aus. Ja, hoppla. Da hat er sich einfach schlafen gelegt. Und der auch. Cool. Der gehört das jetzt uns, hoffe ich. Meine Hairs. Hairs in the airs. Da-da-da-da. Oder so. You did it, Vic. The whole damn caboodle's yours. Yeah, but geil. I don't know how to run this kind of thing. Marty could do it and he was nearly inbred. You'll pick it up. Ja gut, ja. Amazing. You can do anything. Hey, boss, this a full-time position? Das hat ja süß gesagt, nicht? Yeah, it is. Everything's gonna be just fun. Just fun. Alles klar. Wenn ich dieses Jahr nicht zu... Moment, dieser Betrieb gehört jetzt zu deinem Imperium. Josh! Moment, Mängel, nicht? Vor deinen Betrieben sind deine Gangmitglieder zu finden. Genau. Du bringst sie dazu, dich zu begleiten, wenn du sie anvisierst und... Alter, wie geil, Begleiter jederzeit. Hä, wie geil. Bist du nicht auf einer Mission, betrittst du Betriebsgebäude, in denen du in den Kegel gehst. Ja, voll gut. Eben deswegen, die gehören halt auch mir, dann Gebäude. Deswegen, wir können hier richtig viele Gebäude haben, das ist einfach geil. Drinnen triffst du ebenfalls Gangmitglieder. Du beginnst Missionen, in denen du dich in der Nähe eines Gangmitglieds stellst und dann die Erdreihe triffst. Genau, Missionen gibt es nämlich auch noch. So Nebenmissionen, das ist voll gut. Absolviere Imperiumsmissionen, um deinen Ruf zu steigern. Ein höherer Ruf steigert die Einnahmen deiner Betriebsart. Die Einnahmen deines Imperiums werden dir täglich um 16 Uhr ausbezahlt. Das ist so ein geiles Konzept einfach. In jedem deiner Betriebe gibt es auch eine Anschlagtafel.
Was macht die denn? Stell dich neben meine Anschlagtafel und benutze R3, um dein Betriebsgebäude umzubauen. Ah ja, wir können das aufrüsten. Ja, genau, stimmt. Das ist so super geil einfach nur. Das wünsche ich mir echt ein bisschen in späteren Teilen. Boah, 1500, das ist gut. Das ist echt gut. Und eine Message von VCTN, was? Ein Besucher wartet am Flughafen auf Sie. Wir wünschen einen angenehmen Tag. Der Flughafen hat mich angepiept. Okay. Warum auch nicht? Wenn ich dieses Jahr nicht zu Gamescom darf, ich raste aus. Ich will mal YouTuber treffen. Ich habe noch nie einen YouTuber getroffen. Das ist einfach nur mein Ziel, einen YouTuber zu treffen. Oh, das schaffst du auch schon noch. Das kommt noch. Ich habe tatsächlich auch schon ein paar YouTuber getroffen. Apecrime habe ich getroffen. Chan von Applewar habe ich getroffen. Saratza habe ich wenigstens gesehen. Jan Pietzmiet habe ich auch auf der Gamescom gesehen. Ja, mein großes Ziel ist einfach mal Funk Royal zu sehen. Mit dem würde ich gerne mal reden und so. Das ist mein großes Ziel. Einfach endlich Funk Royal treffen, weil schließlich hat er mich auf Let's Plays gebracht. Das war der erste YouTuber oder der erste Let's Player, den ich halt gefunden habe. Den ich geguckt habe, den ich richtig gefeiert habe. Ich feiere ihn auch heute noch. Er macht zwar eigentlich kein YouTube mehr, er streamt nur noch, aber trotzdem. Das ist so ein bisschen mein Vorbild, kann man sagen. Weil dank ihm habe einfach auch ich das Let's Playen angefangen. Ja, ja. Deswegen, Funk Royal treffen, das muss auf jeden Fall noch sein. Das würde ich halt auch gerne auf der Gamescom. Und wenn ich dieses Jahr schaffe, zur Gamescom, dann können wir uns ja auch sehen, Mängel. Wäre doch cool. Wenn ich es hinschaffe, ich hoffe doch, Alter, ich hoffe es so sehr. Ja, und ansonsten, ja, wenn ich dann auf Gamescom bin, wie gesagt, ich muss Funk sehen, auf jeden Fall. So, dann fahren wir doch mal zum Flughafen, ne? Gucken wir doch mal, wer oder was da auf uns wartet. Haben wir jetzt alle Missionen von Luis abgegrast? Nee, oder? Oder? Das wäre komisch. Habe ich Gronkh schon mal live gesehen? Also in echt? Ich glaube nicht, oder? Nee. Nee. Nee, ich glaube nicht. Aber es wäre auch cool. Habe ich sonst YouTuber gesehen? Wüsste nicht. Glaub nicht. Julian Bam zu treffen wäre auch mal geil. Ja, das wäre auch ganz nice irgendwo. So, jetzt aber erstmal zum Flughafen. Friends. Da ist er auch schon. Ich mag den Flughafen, ne? Hoi. Was ist denn da los? Was ist das denn? So. My boy. Wow. Geil. Oder so. Besser kann man gar nicht einpacken. Würde ich mal sagen, nicht? So. Was haben wir denn hier? Was? Five Drive? Okay. Lance, hey, what are you doing here? You don't sound so pleased. I'm not so pleased. Thanks, bro. Who was you expecting? What a greeting, man. Not you. Someone useful. So what am I? A handicap, huh? Your dumbass, low life, no good brother? Something like that. Yeah, well, I'm not the one who got kicked out of the army. No, you're the asshole who got kicked out of the Boy Scouts. Oh, come on, man. I come all this way to see you and you treat me like I got herpes. Maybe that's because your whole life you've gotten us into trouble. Oh, give me a break, man. I've changed. Okay, I'll give you a chance. One chance. Oh, yeah, yeah. Hey, come here, man. You won't regret it, baby.
I love you, man.